Hier ist die nächste Folge von Let's Play Risen mit das Bacon. Und, ist auch ein schöner Morgen. Oh, ihr seid weit gekommen in der Nacht, sehe ich. Auf jeden Fall ein schöner Morgen, um jemanden zu verprügeln. Zum Beispiel, warte mal, wo war noch mal Quick Save? F8. So. Worauf passt du auf? Auf Costa. Ein Meisterschleifer, wie man gesehen hat. Gäste, die nicht zahlen. Oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Hm. So. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Dann zeig mir, was du kannst. Zeig mir, wie gut du bist. Grinst. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es hinter uns. Ich hab das eingerostet, glaube ich. Seht euch das an. Los noch. Du hast doch nur einen Knüppel, du hast. Filler, Fuller. Warum bist du denn so viel schneller als ich mit deinem verkackten Wurstschild? Keine Gnade. Nee, sowieso nicht. Oh, wieso kann ich denn nicht so schnell abwehren? Ich muss besser werden. Für Fuller. Weiter. Na, du Pausenclown. Wird doch gelacht. Weiter. Du kannst nicht gegen den Arena-Champion des Sumpfes. Denn so nenne ich mich, seit ich Arena-Champion des Sumpfes bin. Bin ich überhaupt Champion? Ich bin noch gar nicht Champion. Ich muss noch den diesen dicken Typen da besiegen. Aber den Vize-Arena-Champion vielleicht. Vielleicht habe ich auch noch über einen übersehen. Du kannst nicht über einen Gladiator der Sumpf-Arena triumphieren. Du machst ja gar keine Illusionen. Du bist doch nur der Pausenfuller. Ja, ich mache weiter. Du bist denn auch so dunkel. Ich will nicht im Schatten kämpfen. Ich bin ja kein Spartiat. Und wenn ich einer wäre, dann bist du nur mein Helot. Komm her. So, die einmal im Jahr Krieg oder so. Los doch. Wurstsklave. Ja. So. Alles klauen. Und jetzt ab zu Costa. Ja. Ja, komm, scheiß drauf. Ich klopf dich einfach um. Den holen wir uns! Jetzt gibt's Prügel! Oh. Das muss ich mir ansehen. Ja. Ich Costa vielleicht früher angreifen sollen, was? Mach schon! Egal. Mach schon. Zwei Würste schaffe ich auch. Ja. Eigentlich das nur, da hat er ohne Schild mehr Energie. Schön, dass ihr Meister des Synchronkampfes seid, sodass ich. Oh, nee. Zwei Frontenkrieg habe ich nicht für unterschrieben. Das ist echt das Letzte. Ich kriege jetzt keinen Ärger mit den Wachen. Ich höre nicht auf. Ich mach's doch nur für euch, ihr Bauernleuts. Das ist echt das Letzte. Das bringt doch nichts. Das sagst du. Oh. Hör auf, euch zu verteilen. Das macht man nicht. Nicht gut. Das ist echt das Letzte. Feige Wurst. Ja. Zweiter auf einen mit deinem Schläger, den du bezahlst. Gegen Leute wie mich zu kämpfen. Die für das Volk kämpft. Kämpfen für die Bauern. Und nicht gleichzeitig kämpfen und reden können. Das bringt doch nichts. Wir sind die Guten. Ihr seid die Bösen. Was für ein langer Kampf. Hör auf. So, Costa habe ich. Komm drauf jetzt einfach. Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Wahr sein. Ein paar Münzen. Komm, steh auf. Steh vor Costa auf. Die Waffe sieht ja ganz brauchbar aus. Ja, komm. Costa, 25 Gold. Rostiges Schwert. Ja. Schnell. Mein Schild, ich glaube, es hakt. Was machst du? Ja. Sauberer Schlag. Schön her damit. So, zurück. Ich will all mein Gold wieder haben. Ein Gold hat er mir geklaut. Fünf Gold? Moment, wie viel habe ich denn? 33 Gold? Da war doch mehr. Nichts zu holen. Ach nee, stimmt. Ich habe ja diese Schale gekauft. Wahrscheinlich war die sehr teuer. So, Costa, Freund. Du hattest Glück. Mehr nicht. Das ist dir doch wohl klar. Klar.
Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Damit handelst du dir nur Ärger ein. Aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür. 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber und du kannst ruhigen Gewissens schlafen. Ich will eigentlich... Gib mir ein Bett. Weißt du was? Du gehörst ja wohl nicht zu den Bauern, die sich hier häuslich einrichten wollen. Wer ist, wenn du mir das Geld gibst? Kannst du dir ein Bett aussuchen, wenn du eins brauchst. Hä? Tja, tut mir leid, von Costa gibt's keine 300 Goldstücke. Na schön, du gewinnst. Mir reicht's. Arbeitest du für Costa? Ei, hier verdiene ich wenigstens ein bisschen Gold. Unten am Hafen ist nichts mehr zu holen. Keine Schiffe, keine Arbeit. Dann doch lieber hier aufpassen. Ja, die lustigen Kontergan-Zeiten aus Risen. So, ist das hier vielleicht drin, das Gold? Nochmal von vorn. Geht doch. Ich suche Costa-Gold. Goldbrocken. Levitation. Aber ich brauche 300 Goldstücke. Vielleicht im Schrank? Ne, Käse, Brot, Pfeile. 1, 2. Milch. Lecker Milch. Wollte nicht irgendjemand Milch haben? Ein Herd? Tja. Costa, Gold. Es gibt kein Gold bei Costa. Hier, Delgado. Delo. Ne? Tja. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Erzähl mir was von Kommandant Carlos. Ha, er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Ja. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er uns fertig zu machen. Aber mach ihn fertig, steht er da oben. Ja, naja. So, tja. Ach, da oben. Vielleicht. Ein Schrank. Nö. Oh, ein Fell. Wildschweinfell. Hier ist Doyle. Ach, Doyle, ich suche dich doch. Du bist doch bestimmt der Spion. Was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Wie? Das war's? Was denkst du über die Inquisition? Sie schützen uns. Das ist Wurst. Gut. Und wenn sie ihre Aufgabe erledigt haben, ich will die Wurst wird haben. Alles wieder so wie früher. Ja. Schön, gut. Hotelbett. Gute Nacht. Anscheinend habe ich nicht bis zum nächsten Morgen geschlafen eben. Oder es ist wirklich ein sehr dunkler Tag. Ist immer noch so dunkel. Nee, ist ein bisschen heller. Ja. So, das sieht doch schon besser aus. Guten Morgen, eure Lordschaft. Hey, du Schlafmütze. Wenn du in meinen Betten schläfst, musst du auch bezahlen. Vorher gibt's keine Waren mehr. Waren. Ja. Toll. Was ist denn das, eine Truhe? Das ist bestimmt nur so ein Huch. Nee, das ist nur so ein unbenutzbares Dekorationsmesh. Tja, das ist... Hey du! Huch. Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Carlos? Nö. Ich will aber noch nicht mit Carlos sprechen. Ich habe noch sehr viel zu tun in dieser Stadt. Sehr viel zu tun in diesem Let's Play Risen. Guckt das überhaupt jemand? Ich weiß es nicht. Wenn das jemand guckt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Das Codewort lautet Tetriandoch. Ne? Wer bis hier geguckt hat, oder wer das jetzt so für dich sieht, und da reinschreibt, der macht mir eine sehr große Freude und würde mindestens, ich sag mal,
20 weitere Folgen Let's Play Risen provozieren mit diesem Kommentar. Hallo Edgar. Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Okay. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Hm. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Ja. Gut, danke für den Tipp, Edgar. So, ich bin ja so Akrobat, ne? Ich springe immer so gerne rum. Und ich brauche 300 Goldstücke für Delgado. Hey, ich bin Gary. Die ich eigentlich. Ich arbeite für Leonardo. Oh, die ich eigentlich von. Costa hätte kriegen sollen. Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Klar. Leonardo hat mir einiges beigebracht. Cool. Allerdings zahlt er mir keinen Lohn. Oh. Also denke ich, dass eine kleine Spende angebracht ist. Mit 50 Goldmünzen bist du dabei. Hm. Nee. Hey, kennst du einen guten Witz? Lass mich mal überlegen. Ja. Ja, tja. Einen kenne ich. Also, da ich wird ein Mann am Strand angespült. Am meisten Oder nein, wert, ne? Nein, er schwimmt zum Strand. Ach, scheiße, ich krieg's nicht hin. Hm, schade. Naja, guten Tag. Stellt sich ganz unauffällig neben mich, während ich den Taschendiebstahl vollziehe. Oh, hallo. Weasel. Ich gebe nichts. Wie geben? Wollte ich was von dir haben? Oh, ich dachte, du bist ein Flüchtling, der ein paar Münzen schnorren will. Das wäre ja noch schöner. Du gehörst zum Don. Du gehörst zum Don. Ach, das hast du erkannt? Bist wohl ein ganz Schlauer. Was machst du hier? Ich mache gar nichts. Wie soll ich etwas machen, wenn die Weißen mich nicht aus den Augen lassen? Warum beobachten dich die Weißen? Ich glaube, sie halten mich für einen Dieb oder Einbrecher. Und? Bist du einer? Nein. Früher habe ich den ehrenwerten Händlern sogar Schutz angeboten. Und dich dafür bezahlen lassen. Warum sagst du ihnen, so ist nun mal das Geschäft. Und jetzt? Jetzt wartet Carlos nur darauf, dass ich ihm einen Grund liefere, damit er mich aus der Stadt Carlos, werfen kann. Carlos, immer Carlos. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Vielleicht? Vielleicht kann ich dir helfen. So, und wie willst du das anstellen? Lass mich einsteigen. Ich kümmere mich um deine Geschäfte. Wieso sollte ich dir vertrauen? Tja. Ja, du musst es wohl darauf ankommen lassen. Nee, nix da, Würschchen. Hoffentlich ist dir klar, worauf du dich einlässt. Don Esteban schätzt es gar nicht, wenn man versucht, ihn zu hintergehen. Und ich auch nicht. Oh, komm, gib mir eine Chance. Komm schon, gib mir eine Chance. Hör zu, Junge. Das hier ist das Viertel der reichen Säcke. Du kannst dir nicht einfach von Tür zu Tür gehen und Schutzgeld kassieren. Nein, nein. Hier sind die weißen Typen und die passen gut auf. Oh. Und wie läuft das hier? Bevor ich dir die Tricks zeige, mit denen du dir hier die Taschen füllen kannst, musst du was anderes für mich machen. 3 goldene Schalen besorgen? Vielleicht? Worum geht's? Don Esteban unterstützt den Anbau und die Ernte von Brauke. Ja. Die Ernte wird vom Alchemisten Leonardo weiterverarbeitet. Gary, der Gehilfe des Alchemisten, bringt die Ware dann wieder zu uns. Gary, der Gehilfe. In letzter Zeit verschwindet allerdings ein Teil der Ware. Du meinst, da zweigt sich jemand was ab? Ja. Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Ja, ich denke, dass Gary dahinter steckt. Warum verprügelst du ihn nicht? Ich will nicht, dass die Weißen mich dran kriegen. Und obwohl ich Gary für einen Feigling halte, weiß ich nicht, ob Schläge ihn zum Reden bringen. Tja. Wie kommt die Ernte in die Stadt? Belaste dich nicht mit Wissen, das gefährlich sein könnte. Und wenn die Ware schon auf dem Weg in die Stadt verschwindet? Nein, das passiert nicht. Wenn Leonardo die Ware bekommt, ist sie noch vollständig. Und das weißt du einfach so. Wie soll ich vorgehen? Gary ist zu dumm, um auf eigene Faust zu arbeiten. Irgendwer hat ihn beauftragt. Hm. Wenn wir den kriegen wollen, musst du Gary verfolgen, wenn er die Krautpakete ausliefert. Hm. Und wenn er sich mit seinem Partner trifft, schnappst du dir die beiden. Alleine? Ich würde dir ja helfen, aber die Weißen lassen mich nicht aus den Augen. Das ist epic Augenbrauen auf jeden Fall. Ja, was habe ich denn davon? Was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Du willst dir doch die Taschen füllen, oder? Juhu. Bring mir, was ich haben will, und ich zeig dir, wie wir die reichen Händler um ihren Besitz bringen. Ist das alles? Außerdem wirst du damit unser Vertrauen in dich stärken. Na ja, Vertrauen Marcello also. Marcello ist nämlich scharf auf meinen hübschen Hintern und darf die Pakete nicht bekommen. Wer ist Marcello? Ich werde Gary verfolgen. Gut. Gary arbeitet gegenüber von hier, im Haus des Alchemisten. Stell dich neben oder hinter mich, damit er dich nicht sofort bemerkt. Er ist ein nervöser Bursche. Oh, ich bin bereit. Nö, ich bin nicht bereit. Naja.
Heilpflanze. So. Ja. Ne? Ich würde sagen, haben wir's. ja. Diese Folge Let's Play Risen ist nun vorbei, um es mit den Worten von Horst Lüning zu sagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.